Gehen wir einfach mal Road Rage ein. Road Rage. Wir schauen einfach, Digga. Angry People vs. Bikers. Okay, komm. Allein, 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 allein. So, Freunde, jetzt gibt's einen ganz klassischen Reaktions... Eine Reaktion auf Road Rage. Wir alle kennen Road Rage, wir alle lieben Road Rage. Wir sind gespannt, wir bleiben drin, wir gehen rein und lassen uns einfach mal überraschen, okay? Los geht's. Ach, nee, nicht schon wieder einer, der hier rumlabert, Alter! So. Hier haben wir einen jungen Minion auf seiner Supersportler. Oh Mann. Ah, der gute alte Spiegelblick. Ah, jetzt bin ich hier zu weit nach hinten gegangen, verdammte Scheiße, Moment. Okay, ah, ja, okay, der Autofahrer ist raus. Kennt ihr das, Digga? Wenn ihr auf dem Motorrad sitzt, ihr schaut in euren Spiegel und seht euer Gesicht und denkt euch einfach mal wieder, Bruder, was bin ich eigentlich für ein hässlicher Bastard? Kennt doch jeder Einzelchat, wenn ihr es kennt, Digga. Also, fand ich jetzt nicht so schlimm. Schau mal, ob er sich aufregt. Nee, okay. Ja, was war das für ein Road... Digga, was war das schon wieder für ein Road Rage? Oh, nee, jetzt nicht schon wieder einer, der hier rumlabert. Was sind das für Road Rages hier geworden? Wo sind die guten alten Road Rages? Wo ich einfach nur spiegel sie, die hier rumflattern, Digga. Nicht einer, der hier rumquatscht. Holy shit. Okay, hier geht's ab, Digga. Ist eine gute Idee. Fahrradfahrer. Also ich sage euch ganz ehrlich, dem Fahrradfahrer, den würde ich... Ich würde ihm sagen, dass es nicht okay ist, okay? Einmal kurze Real-Life-Story. Kurze Real-Life-Story, okay? Letztens, ich in der Stadt mit einem Kollegen, okay? Pass auf, hör zu. Setzt euch, genießt, lehnt euch nach hinten. Ich letztens in der Stadt mit meinem Auto. Kollegen, ich mit einem Kollegen, spielt auch gar keine Rolle, ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, wir fahren, das war in der Nähe vom Odeonsplatz. Ist ja auch scheiße, Digga, was lache ich für eine Scheiße gerade. Es war in der Nähe vom Odeonsplatz. Ein Fahrradfahrer. Nee, wir stehen an der Ampel, okay? Rechts von uns so ein fetter Range Rover. Der ist quasi, wie soll ich es erklären? Also die Fahrbahn geht so, rechts daneben Parkplätze und der Range Rover hat nicht normal geparkt, sondern ist quasi so reingefahren. Also er stand quer auf dem Parkplatz, okay? Also er stand quasi nicht so, sondern so. Und wenn das Auto so steht, der stand dann auch halb auf dem Gehweg, Digga. Aber der war noch im Auto, also der hat da wahrscheinlich nur kurz gewartet oder so. Und der stand halt quasi mit seinem Heck ein bisschen auf dem Fahrradweg. Rechts von mir war ein Fahrradweg. Auf einmal, Digga, kommt so ein Opa auf seinem Rennrad. Ihr kennt alle diese Opis, Digga. Mit Helm, Mundschutz, hier Neoprenanzug, sein Fuddy-Bruder. Kommt angefahren, schreit schon rum und ich stand halt genau daneben und ich schaue so nach rechts, Digga. Auf einmal klatscht der Typ komplett aufs Auto drauf mit der Hand. Und ich sage euch ganz ehrlich, Digga, man kann sich im Straßenverkehr aufregen, so. Bei so, von mir aus, der soll sich aufregen, Digga. Der soll stehen bleiben, der Opa, und zu dem Typen sagen, was bist du für ein Wichser, wie parkst du da eigentlich? Blockierst den ganzen Fahrradweg. Aber der hätte auch noch locker vorbeifahren können, okay, so ist ja nicht. Der fährt hin und klatscht dem Typen aufs Auto und fährt dann einfach weiter. Und ich hab das gesehen und ich sag euch ehrlich, Digga, wenn das der Typ bei mir gemacht hätte, ich wäre ausgestiegen und hätte ihn von seinem Fahrrad runtergezogen. Wirklich, also Digga, das ist doch, sowas geht halt einfach wirklich gar nicht, Digga. Vor allem war es komplett übertrieben, so. Was für verdient. Also ganz ehrlich, Sebastian, lösch dich. Wirklich. Sebastian, Digga, lösch dich einfach. Verdient, Digga. Hast du einen Schatten oder was? Ohne Witz. So, und dann sehe ich das, wie er das macht. Ich war sauer, Bruder. Und dann bin ich gefahren, okay? Und jetzt pass auf, das war satisfying, sein Vater. Ich fahre ihm hinterher, Ampel wurde halt grün. Und er war rechts, vor ihm, auf der rechten Spur ein parkendes Auto. Ich auf der linken Spur daneben, okay? Und ich wusste, der zieht jetzt gleich rüber, weil er am Auto vorbei muss. Und ich war jetzt nicht nah an ihm dran, aber ich wusste, der zieht gleich rüber. Und ich habe nur gewartet, bis er rüberzieht. Und ich patz auf die Hupe drauf, 10 Minuten durchgehupt, Alter. Das hat gut getan, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe den Wichser so angehupt, dass alles zu spät war. Und Digga, er dreht sich um, fuchtelt mit seinen Händen rum. Ich Fenster runter. Ich so, steig doch aus! Was für Steigung? Oh, steig vom Fahrrad runter, Junge, auf mein Auto, klatscht du ganz bestimmt nicht drauf. Dann hat er mir Mittelfinger gezeigt, der Ehrenmann. Einfach Mittelfinger gezeigt. Aber, ey, das hat mir so gut getan. Ich hab so richtig mit Leidenschaft gehupt. Wirklich. Ich hab... Ah,
War einfach schön, Digga. War einfach schön. Okay, hat ja auch wahrscheinlich jetzt gar keinen interessiert, Digga. Das war eine kurze Real-Life-Story von mir. Wir machen weiter. Und das fand ich halt auch unnötig, Digga. Also ich meine, der Fahrradfahrer hat ja gesehen, dass der da steht. So, da muss er eben nicht noch dran fahren ans Auto, Digga. Wirklich. Er hätte halt easy warten können. Auch wenn er im Recht wäre, so mäßig. Er ist ja auf dem Fahrradweg und sonst was. Aber Digga, muss doch nicht sein. Fräulein, vielen, vielen Dank für den Sub. Das war ich, Digga. What the hell, bro? Ja. Kann halt auch passieren, Digga. Mein Gott, ey, sowas passiert mir auch so oft. Ja. Bisschen übertrieben, finde ich, Digga. Oder wie seht ihr das? Also ich fand es ein bisschen übertrieben. Blue Tags, vielen, vielen Dank für den Sub. The driver forced the right of way, but he doesn't care too much. Okay, das war knapp, Digga. Das war. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, Digga. Zu Recht. Zu Recht, dass er den Spiegel angefahren hat, wirklich. Also wenn der schon rüberzieht und ihn fast zusammenfährt, Digga, dann bremst doch wenigstens ab. Warum fährt der Typ weiter? Ganz ehrlich, Digga. Ja, zu Recht. Wenigstens den Spiegel eingeklappt. Der kann froh sein, dass der Spiegel noch dranhängt. Das ist auch. Okay, er hat ihn mit einem Wheelie überholt. Aber auf der anderen Straßenseite, Digga. Digga, was geht denn bei ihm für ein Film? I don't know why you're racing at me, bro. I'm racing at you. I'm trying to catch you to tell you to chill out. Bro, I'm doing my own thing. Number, and I'm calling a buddy of mine that's a sheriff. Go ahead. I talk to that guy up there all the time. Yeah, you think? Yeah, go ahead. Have a good one, bud. And we say bye-bye. Jetzt Willy auf Ehre. Digga, es gibt Leute, Digga, komplett unnötig, Digga. Was juckt es denen, dass der da ein paar Wheelies macht? Da war doch kein Mensch. Here is another situation. Ja, nee, komm, lass mich in Frieden leben. Auch unnötig. Also. Ja, nee, also ganz ehrlich, Digga. So, man kann sich als Motorradfahrer irgendwie über alles aufregen, so, wirklich. Aber, also ich muss sagen, das Video enttäuscht mich hart. Wir gucken jetzt noch ein bisschen weiter und wenn jetzt hier nicht mal gleich ein ordentlicher Road Rage kommt, Digga, dann gehen wir da sowas von raus. Ja, okay, er hat grün. Ja, der, was... Was ist denn das? Soll denn das für ein Road Rage sein, verdammte Scheiße? So, nächster Clip. Especially on a curve. Alright, we're going. Ist das ein Chick? Krasser Road Rage, Bruder. Wirklich. Kranker Road Rage, Digga. Da schießt mir das Adrenalin durch den Körper, wenn ich das sehe. Also ich geb dem Video jetzt noch eine Chance, Digga. Wenn der nächste Clip nicht scheppert, dann lassen wir es ohne Witz sein. Okay, das war schon ein bisschen knapp, Digga. Und jetzt wird er gleich noch von dem anderen zusammengefahren. Aber darf der auf dem Fahrradweg fahren mit dem Roller? Ich glaube nicht, oder? Der fährt ja vogelwild, der Typ. The driver changes line. Digga, was ist das für eine Musik? Richtig idyllisch. Without using a mirror and causing a serious accident.
Ah, Digga. Ah. Die Musik dazu. Junge, was ist das für ein Typ, der die Videos schneidet? Motostars, Bruder, was für Drogen hast du genommen, Alter? Einfach richtig schön idyllische Musik zu einem Typen, der es einfach 20 Mal überschlägt. Ganz entspannt, Digga. Kann ich drauf Freestyle auf den Shit. Oh. Ja. Schepper durchs Auto durch. Flieg drüber. Meine Schulter tut weh. Ich gehe auf den Gehweg drüber. Flick-Flack over deck. Seh den Himmel. Broke. Mein Bein ist gebrochen. Ich lauf weiter. Doch mein Auto. Ha! Ich war nicht im Modus. Selber schuld, kann sterben. Enola, ich sag dir eine Sache. Leck mich am Hodensack, das gibt einen Bann. So, solche Leute möchte ich hier nicht haben. Also, klar, man kann sagen, ja, hier Lane-Splitten, Digga. Lane-Splitten ist gefährlich. Es ist in manchen Ländern erlaubt so. So, also wenn es legal ist. Aber reinzuschreiben hier, verdient, kann sterben. Also, Digga, was für ein Film lebt denn hier Enola, Alter? Jetzt mal ganz im Ernst, Digga. Aber nicht so schnell. Ja, ich sag nicht, dass es schlau ist, Digga, was der gemacht hat, so. Aber reinzuschreiben, ja, egal, kann sterben, Digga, das ist, also, ja, brauchen wir doch gar nicht diskutieren. Was diskutiere ich eigentlich, Digga? Okay, hat den Typen fast zusammengefahren? Ist in Russland, oder? Auch krasser Road Rage gerade gewesen. Digga, das war knapp, Alter. Nee, also nee, ganz ehrlich, das, nee. Ich bin wirklich einer, ich gebe selten Videos einen Daumen runter, aber das war wirklich komplett für den Sack, das Video. Ohne Scheiß. Also es war eine der schlechtesten Road Rage Compilations, die ich jemals gesehen habe. Wirklich.